Ich begrüße sehr herzlich die beiden Kreativunternehmer Christina und Thorsten Görz von der Görz Möbelmanufaktur in Wismar und für den Bereich Forschung und Entwicklung. Und da hoffe ich jetzt auch, dass er da ist, Herr Dr. Jan Sender vom Fraunhofer Institut IGP. GP steht für Großstrukturen in der Produktionstechnik. Herr Sender, sind Sie dabei? Ich bin dabei, ja. Super, großartig. Zum Einstieg in das Interview gleich wieder einige Vorabinformationen zum Projekt und zu unseren Gästen. Christina Görz ist Architektin und Thorsten Görz gelernter Möbeltischler. Zusammen mit 10 Mitarbeiterinnen betreiben sie die gläserne Görz Möbelmanufaktur im Hafenviertel in Wismar. Handwerk und Hightech fließen hier zusammen. Gemeinsam mit dem Fraunhofer IGP erforschen und entwickeln die beiden derzeit eine Roboterlösung für eine flexible automatisierte Sonderteilfertigung im Holzbau. Oder etwas einfacher formuliert, damit sollen Holzaccessoires entstehen, individuelle maritime Stücke, die Touristen als Urlaubserinnerung mit nach Hause nehmen können. Frau Görz, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, co-kreativ mit Herrn Dr. Sender zusammenzuarbeiten? Das ist für einen Handwerksbetrieb ja wahrscheinlich eher unüblich. Ja, hallo. Also Herrn Sender kenne ich eigentlich von meiner Zeit, als ich im Forschungs- und Entwicklungsbereich eine Firma betreut habe. Und eigentlich ist mein Mann immer der Vorangehende mit neuen Ideen und dem wird schnell langweilig. Und so kam die Idee, ob man nicht auch mit dem Fraunhofer-Institut in dem Bereich Robotik was zusammen machen kann. Und so haben wir den Kontakt dann aufgenommen und so ist es entstanden. Herr Dr. Sender, wie erleben Sie es am Fraunhofer IGP? Die Kooperation mit 2 kreativen Köpfen wie Herrn und Frau Görz. Haben Sie ähnliche Sichtweisen und Denkweisen wie die beiden oder sind es eben gerade diese unterschiedlichen Perspektiven, die dann zu diesen Innovationen führen? Ich glaube, die Denkweise ist schon ähnlich. Das würde ich sagen, ist eine Grundvoraussetzung, dass man gemeinsam zusammenarbeiten kann. Ich glaube, sonst würde man so ein Projekt nicht zusammen angehen. Die Perspektiven sind natürlich schon sehr verschieden. Ne? Also wir haben bei uns eher so die technologische Perspektive. Und seitens von Frau und Herrn Görz ist es natürlich eher so den Kunden im Blick, das Kreative im Blick. Und wir überlegen dann eher, wie man diese kreativen Ideen dann in Technik auch umsetzen kann. Also die Perspektiven sind da schon ähnlich, aber man muss schon irgendwie gleich ticken, wenn man sowas angehen will. Haben Sie da eine Situation im Kopf, also so aus der Praxis gegriffen, wo Sie merken, da ist der Denkansatz doch noch mal ein bisschen anders? Eine konkrete Situation eigentlich nicht. Mhm. Wir merken, dass es halt eine andere Denkweise ist generell, wenn man mit Handwerkern arbeitet, als zum Beispiel mit einem Konzern. Also das ist doch schon, ich sage mal, erfrischender, wenn nicht alles immer nach harten Fakten gleich entschieden wird, sondern auch noch ein bisschen was aus dem Bauch gemacht wird. Also vorhin fiel der Begriff Mut. Ich glaube, das ist das, was bei einem Handwerksunternehmen noch eher vorhanden ist als bei einem Konzern. Und das ist für uns natürlich schon, also macht Spaß. Und wahrscheinlich werden die Entscheidungen auch viel schneller getroffen, ne, als in einem großen Konzern. Ja, also auch weitsichtiger, glaube ich. Die Denkweise ist halt einfach anders. Wenn das familiengeführte Unternehmen sind, die haben halt einen ganz anderen Blick darauf als, wie gesagt, Großkonzerne, die eher in 4 oder 5 Jahreszyklen denken. Ne? Mhm. Herr Görz, das merkt man schon. Herr Görz, eine Frage an Sie. Suchen Sie insbesondere technisches Know-how oder interessiert Sie eben auch die Art des anderen Denkens beim IGP? Wie geht es Ihnen da? Also eigentlich ist für mich beides interessant. Ne? Auf der einen Seite denke ich, wir machen ja noch sehr viel Handarbeit, aber die Robotik nimmt natürlich immer mehr Einfluss und die wird auch im Handwerk immer mehr Einfluss nehmen. Und davon bin ich überzeugt, dass es in den nächsten Jahren so sein wird. Und daraufhin habe ich dann die Idee gehabt, weil wir selber ja gar keine Ahnung davon haben, wie sowas funktioniert, Leute mit reinzuholen, die uns das denn machen können. Und es ist schon grundlegend eine ganz andere Zusammenarbeit, als so wie ich das kenne, mit anderen Handwerkern, anstatt mit dem Fraunhofer-Institut hier zusammenzuarbeiten. Wie läuft denn dieser Prozess eigentlich ab? Treffen Sie sich in regelmäßigen Abständen? Wie muss man sich das vorstellen, Frau Görz?
Ja, wir haben ja kurz vor Corona, sage ich mal, fing das Projekt an und dadurch sind Treppen nicht so wirklich möglich. Aber es sind immer wieder der Austausch ist ja, so wie jetzt auch über Zoom und man ist immer auf dem Laufenden und tauscht sich in dem Bereich aus. Aber sobald das auch wieder möglich ist, werden wir auch wieder enger beieinander arbeiten oder zusammenarbeiten. Und gehen Sie aus jedem Treffen wieder mit einer klaren Aufgabenstellung heraus? Oder wie ist das methodisch? Wie, ja, jonglieren Sie sich durch die ganzen Prozessphasen? Ja, also ich sage mal, das Fraunhofer-Institut hat ja, also wir haben eine Aufgabe gestellt, wir möchten gerne, wir haben ein Ladengeschäft und dort sind sehr viele Touristen, wir haben eine gläserne Möbelmanufaktur, die von allen Seiten einsehbar ist und den Roboter, den wir halt haben möchten, wird sein, dass derjenige, also der Kunde zum Beispiel kommt, sucht sich auf dem Tablet ein Produkt aus. Und der Roboter fräst das und der Kunde kann zugucken und kann es dann auch nachher gleich mitnehmen. So, und Genau, Sie haben uns auch ein Foto mitgebracht, das wir an dieser Stelle gleich mal ja. zeigen wollen. Und dann können Sie gerne noch ein bisschen weiter erzählen. Und das war halt so unsere Grundvoraussetzung und dann das Fraunhofer-Institut, also unsere Mitarbeiter oder unsere Ansprechpartner dort, die fragen dann immer. Und dann müssen wir natürlich zuarbeiten, welche Holzarten und die Dimension und ja. Also was, also wir kriegen schon immer konkrete Aufgaben jetzt Stück für Stück vom Fraunhofer-Institut, die sie dann umsetzen und umwandeln. Das Foto war schon zu sehen, das ist mir irgendwie durchgerutscht. Genau, da hat man das schon sehen können. Ja, das war der Standort. Also man steht nachher vor dem Fenster und hinter dem Fenster Der ist Roboter. der Maschinenraum und dort wird der Roboter dann platziert. Herr Götz, wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Hilft es da auch, wenn man sozusagen einen ko-kreativen Partner hat, mit dem man dann nochmal alles neu denken kann? Genau, hier sehen wir es nochmal auf der linken Seite. Also hinter der Glasscheibe wird dieser Roboter stehen und der Kunde kann dann im Laden selbst mit dem iPad, wie Frau Görz das schon erklärt hat, quasi den Roboter bedienen. Genau, also Stichwort Fehlerkultur. Wie ist das? Wie erleben Sie das? Also ja, gut, Fehler werden natürlich öfter gemacht, aber daraus lernt man natürlich. Und wie bei uns ist es halt so, dann wird weitergemacht und wenn man kurz vom Weg abgekommen ist, wieder zurück. Aufstehen, Krone putzen und weiter geht's, ne? Herr Dr. Sender, nochmal zusammengefasst, warum ist denn im Bereich Forschung und Entwicklung ko-kreative Zusammenarbeit zu empfehlen? Ja, um Innovation voranzutreiben. Warum? Ich glaube persönlich, dass es im Moment so viele technische Möglichkeiten gibt, dass man die alleine gar nicht überblicken kann, um zu gucken, was eigentlich alles so funktionieren kann. Also wir merken das jetzt auch in dem Projekt. Also wir kennen uns zwar mit Robotern aus, aber in der Holzbearbeitung, das, was der Herr Götz lebt, da haben wir natürlich keine Ahnung. Und wenn man die beiden Kompetenzen denn zusammenbringt, dann ist eigentlich so ein Projekt, glaube ich, erst möglich. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Also zwangsläufig, glaube ich, muss man kooperieren, um ja, den kompletten Baukasten, den man so zur Verfügung hat, überhaupt auszuschöpfen. Anders geht es gar nicht. Und das kann keiner. Also das kann kein Institut, kein Unternehmen, alle Kompetenzen zu bündeln. Das geht nicht. Zumindest nicht glaubhaft. Frau Götz, ab wann wird Ihnen denn diese Roboterdienstleistung zur Verfügung stehen? Können Sie da schon einen Blick in die Zukunft werfen? Können Sie das schon sagen? Ich glaube, so 1,5 Jahre müssten es noch sein. Genau, die noch Na, das ist doch aussehen. absehbar. Also, wer irgendwie mal in Wismar ist oder in der Nähe, sollte ins Hafenviertel fahren und sich diese wunderschöne Manufaktur, die ja eben gläsern ist, mal selbst und aus der Nähe ansehen. Gibt es Fragen aus der Runde an unsere Kreativunternehmer und an Herrn Dr. Sender vom Fraunhofer Institut? Ich glaube, dieses Thema Forschung und Entwicklung hat auch noch mal eine neue Facette in dieses Thema Cross Innovation eingebracht. Na, mutige vor. So, wie habt ihr zueinander gefunden? Ah, die Frage hatte Frau Görz schon am Anfang beantwortet, aber vielleicht ja noch mal ganz kurz. Frau Görz, wollen Sie es noch mal wiederholen? Ja, also ich sag mal, ich
war, bevor wir hier die Firma zusammen gemacht haben, war ich in einer anderen Firma damit betraut, Forschung und Entwicklungsprojekte, die Anträge zu machen und auch die Durchführung. Und in dem Bereich habe ich dann Herrn Sender kennengelernt vom Fraunhofer Institut. Und ja, so wusste man voneinander. Und so sind wir wieder auf ihn zugekommen und haben gefragt, kann man nicht auch im Handwerk zusammenarbeiten? Gibt es weitere Fragen? Herr Dr. Sender, an Sie die Frage, war das das erste Mal, dass Sie mit einem ja, so kleinen Handwerksbetrieb zusammengearbeitet haben? Und ja, macht es Sie mutig, in diese Richtung vielleicht nochmal nach neuen Partnern zu suchen? Nee, das erste Mal war es nicht. Aha. Es gab schon mal durch das Ministerium in Schwerin angestoßen eine sogenannte Technologieoffensive im Handwerk, wo wir uns mit ja, verschiedensten Gewerken auseinandergesetzt haben, ob es jetzt die Dachdecker waren, ob es jetzt die Tischler waren oder die Heizungsbauer, wo man mal geguckt hat, was man mit denen machen kann. Und daraus waren auch schon erste Projekte entstanden. Von daher ist uns das jetzt nicht neu gewesen. Und was ist für Sie jetzt der größte Mehrwert, der größte Gewinn, Frau Görz? Was würden Sie sagen, wovon profitieren Sie in der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut? Na, ich finde, man profitiert, das wurde ja heute auch schon in den Projektvorstellungen gezeigt, man profitiert einfach auch immer, wenn jemand von außen mal mit draufschaut und auch ganz andere Ideen mitbringt. Ich meine, das ist jetzt nun gar nicht zu vergleichen. Also Fraunhofer-Institut, die haben eine Denkweise und die machen Projekte, so können wir gar nicht denken und sowas kann man nicht entwickeln. Also da treffen wirklich zwar, also Schwarz und Weiß trifft da auseinander, so würde ich mal sagen. Aber ich finde, jede Zusammenarbeit ist immer inspirierend und bringt einen immer weiter. Darum haben wir auch in der Vergangenheit Arbeit, also wir arbeiten immer mit der Hochschule auch zusammen. Wir machen Projekte mit Studenten, weil ich finde, gerade auch mit jüngeren Leuten zusammenzuarbeiten, bringt einen immer weiter. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Dr. Jan Sender vom Fraunhofer IDP in Rostock und bei Herrn und Frau Görz von der Görz Möbelmanufaktur in Wismar. Herzlichen Dank.